Diese Boxkarte oder Kartenbox, Gatefold-Kartenbox, war ja mein Teamswap oder für, sagen wir es mal so, für die Kolleginnen und Teamleute, mit denen ich zu Onstage gefahren bin. Den habe ich ja einen etwas spezielleren Swap gemacht für Onstage und den hatte ich verpackt in dieser Karte und das habe ich dir auch gezeigt, wo ich dir meine Swap-Idee gezeigt habe. Und das Video verlinke ich dir hier oben nochmal in der Info. Und das ist halt hier mit einer Banderole geschlossen und dann kann man das so Gatefold-mäßig öffnen und dann ist das eine kleine Box. Und da ist halt diese Feder drin und wie du diese Feder herstellen kannst, das zeige ich in einem anderen Video. Am Ende ist es dann doch eher diese Feder geworden. Und oder so eine Art Feder, die ich dann halt einfach mit anderer Wolle für die alle gemacht habe, weil ich das hier einfach nicht so schön fand, diese Wolle, um da draußen schöne Feder zu machen, obwohl die trotzdem jetzt auch schön ist. Und die kann man dann halt hier komplett mit der Karte rausziehen. Die habe ich hier nur über so einen Streifen Papier drüber gemacht und vorsichtig da reingesetzt, dass man die halt gut drauf ausholen kann. Und in diesem Video zeige ich dir jetzt halt einfach, wie du so eine Boxkarte machen kannst. Kartenbox. Naja, also du weißt, also sowas zeige ich dir jetzt. Und ich habe, weil das ja eine Feder ist, die ich da makramee-mäßig gefertigt habe, dachte ich mir, passt es halt super gut, mit dem Swap nochmal die Shelly-Box zu ehren sozusagen. Ich habe die nämlich noch nicht so wirklich viel benutzt und dachte mir, das passt jetzt einfach mit Gruß und Kuss und die Feder drauf. Das ist auch das einzige Stempelset, was ich mit einer Feder besitze. Ich habe die ganzen Stempel jetzt schon aufgezogen. Ich versuche dir das mal hier kurz zu zeigen. Das sind ja diese Stempel, die in der Shelly-Box, also dem Paper Pumpkin, was wir... Na, wird das scharf? Was wir dieses Jahr... Ist das fokussiert? Ich kann es nicht so richtig erkennen. Auf jeden Fall war das ja die Shelly-Box und die gab es ja im Mai, glaube ich, und auch noch sehr lange immer noch zu kaufen. Und das ist ja... In Amerika gibt es das Paper Pumpkin, was es einmal im Monat im Abo gibt. Und das gibt es ja bei uns nicht und viele haben halt... sich gewünscht, dass es das auch mal bei uns gibt und deswegen haben sie dann halt mal eine Shelly, die Shelly Box gemacht, die halt so mit den Farben und Mustern so das von Shelly das Motto war und ihr gut gefallen hat und ich dachte mir, das passt erstens jetzt vom Thema halt hier super gut dazu und ja, ich wollte das nochmal so ein bisschen, ja, ehren quasi. So, dann starte ich mal. Für diese Boxkarte brauchst du ein Papier, was in der Breite 21 cm ist und dann länge ich mir das ab auf 26 cm. Hier außen ist die 26, da muss man dann auch den Arm ausklappen. Und dann wird gefalzt und zwar bei 5. Also die 26 cm habe ich jetzt hier dran. Das wird bei 5 gefalzt. Dann bei 9. Dann bei 17. Und bei 21. Und dann drehst du das Papier und dann hast du ja jetzt so die 21 cm und das wird gefalzt bei 4. Eigentlich bei 4 auf beiden Seiten oder halt bei 4 und bei 17. So dass du halt auf beiden Seiten 4 cm Abschnitte hast. So, und bei meiner ersten Box, also bei der anderen Kartenbox, habe ich erst gefalzt und dann geschnitten und diesmal werde ich es andersrum machen. Ich weiß nicht, ob du das dann so gut sehen kannst, aber wir brauchen für diese Box, müssen wir einschneiden. Und zwar müssen, also wir haben ja
Hier haben wir eine Falz und dieses Stück, dieses Stück, dieses Stück und dieses Stück muss weg. Und bei diesem Stück hier, da schneide ich bis zu der nächsten Falz ein und schneide mir hier dann so Klebelaschen. So nennt sich das. Auf allen vier Seiten. Ich markiere das einfach mal an, damit du das halt besser sehen kannst. Also, das hier werden dann nämlich die Gatefold-Teile, diese hier, die in der Mitte sind. Diese Rechtecke werden, wie gesagt, ganz weggeschnitten. Und hier, diese äußeren, die dann noch bleiben, werden unsere Klebelaschen. Und das schneide ich jetzt erstmal im Schnelldurchlauf. Hier ist so die erste schneide ich jetzt mal so, dass ich es dir erklären kann und dann den restlichen mache ich so. Also das hier ist quasi die Klebefalz, also hier ist die Falz, die durchgeht, die erste. Da schneide ich bis dahin und vielleicht schneide ich auch diese Stücke mit dem Papierschneider, damit die schön gerade werden. Das ist vielleicht dann doch eleganter. So, dann lege ich mir das hier rein. Ich sehe jetzt hier die Falzlinie und ich sehe auch hier unten die Falzlinie ganz genau. Und da ist unser Papierschneider, auch unser neuer Papierschneider, natürlich total super, dass man da genau reinschneiden kann, wo die Falz ist. Hier war ich jetzt nicht ganz bis zur Falz, da kann ich noch ein Stück rein. Und dann schneide ich mir das bei der anderen Seite. Hier fällt es jetzt schon raus. Das mache ich jetzt bei der anderen Seite auch nochmal. Setze die Falzlinie ganz mittig hier ein. Gehe hier, sehe ich jetzt die Falzlinie. Das kannst du vielleicht jetzt auch im Licht sehen. Dann habe ich das aufgeschnitten. Und hier muss ich auch bis zur zweiten Falz. Und nach außen. Und dann hat man das eigentlich ziemlich schnell und ziemlich gerade geschnitten. Das ist vielleicht sogar ein bisschen eleganter. Wie gesagt, schneide ich jetzt hier diese Rechtecke hier raus. Da kommt es jetzt nicht auf einen Millimeter an und das muss auch nicht super genau sein, weil das, wie gesagt, unsere Klebelaschen sind. Die habe ich schon abgeschnitten. Gut, dass ich Kreuzchen drauf gemacht habe. Und hier nochmal. Diese vier Rechtecke sind dann halt weg. Und dieses hier kürze ich mir dann jetzt halt noch ein. Oder schräge mir das noch an, damit das halt schöne Klebelaschen werden, die halt nirgendwo überstehen. Na, da muss ich nochmal rein. Dass man da jetzt die Bleistiftstriche sieht, das macht auch nichts. Ich meine, du musst dir da ja keine Bleistiftstriche machen, die man dann noch vielleicht hinterher sehen könnte oder wegradieren könnte. Aber tatsächlich sind die jetzt so, dass ich die dann halt, dass die beim Kleben verschwinden. Na. Und dann fahre ich hier genau bis zur Falzkante und halt hier auch genau bis zur Falzecke. Und dann fallen die Dreiecke eigentlich auch schon gleich raus. So, das noch. Jetzt habe ich es doch nicht im Schnelldurchlauf gemacht, sondern einfach dich zugucken lassen im Original Schnelligkeit. Wie gesagt, ich störe mich jetzt gar nicht an den Bleistiftstrichen. Das ist einfach nur, um dir das zu veranschaulichen. Und dann hast du am Ende, na, hier hing noch eins, so ein Gebilde. Und jetzt ist es so, dass die Box halt so nach innen gefalzt wird, auf der Seite, und dieses Außenteil wieder nach außen, wie halt eine Gatefold-Karte auch gefalzt wird. Und ebenso auf dieser Seite wird dieses Teil nach innen gefalzt. Das nach außen. Und so, dass sich das halt hier in der Mitte schön schließt. Dann sind auch diese Klebelaschen, die kannst du dir auch einmal nach innen falzen. Das ist dann auch gleich unsere Richtlinie,
an der ich die Diagonalfalzen mache. Du kannst das auch hier von Hand dir die Mitte anzeichnen und hier vorfalzen, aber ganz ehrlich habe ich festgestellt, dass es einfacher ist, wenn man das von Hand macht. Und zwar indem du dir das hier nach innen machst und dann nach außen und dann hier diese Falzlinie auf diese äußere Kante zu ausrichtest und dann einfach hier schön falzt, und das machst du mit dieser Seite auch. Dann hast du hier wie so kleine Flugzeuge, und das ist halt, wenn du das ordentlich nachfalzt, geht das auch. Das gleiche mache ich jetzt hier auf der anderen gegenüberliegenden Seite auch. Knicke das rein und knick mir das hier bis diese Falzlinien hier unten drüber gucken zurück. Ich habe jetzt hier auch den normalen Farbkarton in Vanille pur, weil das Shelly Box ist auch in Vanille pur gehalten. Von daher passt das jetzt auch. Und wenn du halt Flüsterweiß nimmst, würde ich auch nicht den extra starken, sondern den normal starken nehmen. Und dann würde ich so weiter verfahren, oder so habe ich es jetzt halt auch gemacht, dass du das hier rumklappst und die Laschen hier einmal drüber kippst und es auch so klebst. Also da fange ich jetzt schon an, nehme mir den Kleber und klebe diese Laschen hier drüber auf beiden Seiten. Und so hast du halt auch gar nicht innen die Laschen, und du siehst, hier sind die Bleistiftstriche, die verschwinden jetzt einfach auch hier hinter. Und das sieht man dann auch gar nicht mehr. So, nochmal vorsichtig drüber gehen mit dem Falzbein und schön anstreichen, dass das halt schön klappt. Und dann mache ich das auf der anderen Seite. Ich klappe mir das einfach rüber. Guck nochmal, dass das hier schön passt. Klappe das hier einmal rüber und dann wird es schon festgeklebt. Das ein bisschen anreiben und festdrücken, und hier auch noch mal, und fertig ist die Box. Die ist wirklich viel, viel einfacher, als man so denkt, finde ich. Und jetzt kommt halt einfach noch Dekoration. So cool, oder? Also das ist echt simpel. Und jetzt für die Dekoration habe ich mir hier eine von den Karten aus der Shelly Box genommen und schneide mir hier dieses Teil ab. Das nehme ich als quasi Designerpapier für oben drauf. Und das schneide ich mir 8 cm breit. Denn diese Flügelchen hier, die Flügel, die nach außen gehen, die sind 5 cm. Und wenn ich dann 4 habe, dann mache ich mir daraus 2 4 cm. Also du könntest jetzt hier auch 4, ist vielleicht sogar noch einfach, einen 4 cm Streifen und einen zweiten 4 cm Streifen abschneiden. Das ist dann sogar ein bisschen einfacher als einzuteilen. Und den werde ich dann hier wieder so draufsetzen, diese zwei Teile. Dann habe ich hier die Seiten, und du siehst jetzt schon, die sind oben und unten ein bisschen zu lang. Das hätte ich mir vielleicht erst einkürzen können. Das Papier ist jetzt knapp 13. Und da hatten wir jetzt ja hier einen Zentimeter, also einen halben Zentimeter hier, einen halben Zentimeter hier. Dann schneide ich mir das auf 12, die beiden Teile. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich abschneide. Ich schneide auf 12 cm schneide ich mir das. Mal nachdenken, ja, hier 12, dann schneide ich hier auch auf 12 cm. Und jetzt müsste es aber passen. So. So habe ich das quasi als Designerpapier verwertet. Und die Box hier hinten kann man noch mal die Maße nehmen. Die ist etwa 7,5 cm mal
nicht ganz 13. Das heißt, ich lasse diese Karte jetzt lang und nehme hier 7,5 cm und kann mir sogar hier draus noch den Streifen schneiden, den ich zum Reinkleben brauche, hätte ich vielleicht erst abschneiden sollen. Aber bei dem neuen Papierschneider jetzt, den wir haben, kann man das ganz gut machen, denn das passt. Ups, Entschuldigung. Denn das passt jetzt, wenn man einen Zentimeter Streifen nimmt, passt das bei mir durch die Ringe. Und das klebe ich dann halt hier so drauf. Auf dem letzten Stück. Das mache ich mal, kürze ich mal auf 7 cm. Das müsste passen. Habe ich hier noch so 1,5 cm, das passt. Und dann klebe ich das einfach schon mal da oben fest. Und zwar nehme ich da einfach, ups, ein bisschen viel. Da streiche ich mal ein bisschen. So. Und das klebe ich jetzt einfach hier oben an die Kante dran. Nicht zu nah an die Kante, da der Ring ja auch noch ein bisschen dicker hat. So, ganz unauffällig, und dann kann ich da den Ring drüber fädeln und dann hält die Feder halt da drin. Und das passt dann halt super genau in die Box. Und das klebe ich auch gleich auf. Was ich dann noch brauche, ist einen langen Streifen, nochmal flüsterweißen Farbkarton. Ich habe da 3 cm mir einfach runtergeschnitten. Finde ich sehr praktisch, weil ich dann aus einem DIN A4 halt recht viele Streifen kriege. Du könntest es auch erst einkürzen, dass du hier unten nochmal einfach ein langes Stück hast und nicht so viele Reststücke hast, denn du brauchst da ungefähr 23 cm. Na, jetzt wird es hier aber enger auf meinem Platz hier. Also das kürze ich mir noch auf 23. Also wie gesagt, wenn du mehrere Karten davon machst, kannst du dir da einfach ein Papier auf 23 kürzen und 3 cm Streifen machen. Dann hast du nämlich unten nochmal so einen breiten, größeren Abschnitt, den du dann auch nochmal für Grüße benutzen kannst, was sehr schlau wäre, denn daraus könnte man dann nämlich auch den Kreis noch stanzen, den ich hier drauf gesetzt habe. So, und ein bisschen reduzieren. So, also dann haben wir das, dann haben wir das. Dann mache ich jetzt hier erst noch mal kurz die Aufleger drauf, dass die auch hier nicht verschwinden auf dem Tisch und gleich nicht wieder zu finden sind. Das wäre ja auch nicht so toll, ne? So, die setze ich hier einfach auf beiden Seiten mittig drauf und drücke sie noch mal an. Und hier sind in Faungrün nämlich, das war auch ein bisschen die Einführung der neuen InColor. In Faungrün sind hier diese Pünktchen drauf und die habe ich dann auch nochmal aufgegriffen auf dem Kreis, den ich dann gestempelt habe. Und das zeige ich dir jetzt. Normalerweise ist es ja so, dass ich eher erst stempeln würde und dann ausstanzen, aber da ich hier auf dem Kreis die Stempel schön positionieren will, stanze ich mir jetzt erstmal einen Kreis aus. Ich habe jetzt hier die 2¼-Inch Kreisstanze. Aber wie gesagt, da willst du ja auch, wenn du das in anderen Farben machst und anderen. Also das Dekorieren ist dir ja überlassen, wie du das machst. So, dann hole ich mir hier nochmal so eine kleine Unterlage und die Stempelmatte. So, die Stempelmatte lege ich drunter, weil das halt diese klare Sichtstempel sind. Und dann habe ich mir die Feder hier drauf gezogen und die habe ich ein bisschen gebogen. Du kannst das hier sehen, so ist sie normal und ich habe sie ein bisschen stärker gebogen. Das geht bei denen, dass man sie zum Ende hin noch mal ein bisschen mehr biegt. Und da habe ich jetzt mit Espresso
Vorsichtig, nicht, dass ich mich jetzt hier rausschieße. Mit Espresso einmal abgestempelt und die Feder drauf gestempelt. So. Und diesmal mache ich auch nur einmal die Feder drauf. Dann habe ich das Gruß hier einfach drauf gestempelt. Und da die Feder jetzt auch, also es ist relativ egal, würde ich jetzt mal sagen, wie ich das jetzt da drauf stempel. Von der Ausrichtung. Ich muss halt beim Aufkleben und jetzt muss ich halt gucken, dass das Gruß und Kuss, dass das zusammenpasst. Und dann beim Ausrichten auf der Karte werde ich halt auch drauf achten. So, für das Und habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt dann doch mal das Faungrün und stempel das Und hier so hin. Dann kommt das kleine Kuss, Gruß und Kuss. Also die, mit denen ich da jetzt zusammenfahre, das sind schon wirklich sehr gute Freunde und die kenne ich auch schon alle recht lange. Denen kann ich auch einen Gruß und Kuss geben. Und dann habe ich hier noch diese Punkte, die hier drin sind, die so ein bisschen aussehen wie Farbkleckse. Naja. Die mache ich jetzt nochmal in Faungrün drauf, nicht Espresso. Ich habe jetzt natürlich erstmal, bin ich jetzt einfach schön ins Espresso reingegangen. Jetzt mache ich mal zu, damit mir das nicht nochmal passiert. Aber lieber so, lieber mit dem Faungrün abgestempelt ins Espresso als andersrum. Ich, Espresso ist, glaube ich, ein bisschen dunkler. Naja, ist nichts Schlimmes passiert. So, Faungrün. Und dann setze ich mir hier so ein paar Punkte noch drauf. Nochmal mit dem zweiten Abdruck, ist vielleicht sogar schöner als vollfarbig. So, dass das einfach nochmal wieder so diese Punkte auf der Karte hier auch aufgreift. Und dann basteln wir uns nur noch die Banderole. Und wie gesagt, die Karte kommt hier innen rein. Und da würde ich dann halt jetzt auch die Feder dann noch reinklemmen, die selbstgemachte. Und dann kommt hier relativ locker die Banderole drum. Und zwar mache ich das so, dass ich hier relativ weit rüber gehe. Das ist dann schöner, als das so in der Mitte zu haben. Und dann lege ich die wirklich relativ locker da jetzt einfach so drum. Und falte die nur von Hand, mehr mache ich da nicht, so dass man die halt locker wieder auch abziehen kann und klebt die auch, wenn sie hier ist, zusammen. Und dafür gebe ich einmal hier auf das Ende ein bisschen Kleber und hier auf das Ende. So bin ich sicher, dass die Enden gut fixiert sind. Und klebt das jetzt so drauf. Und dann habe ich genau oder ziemlich genau in der Mitte das oben. Und das wird dann gleich mit dem Gruß noch überdeckt. Und wie gesagt, bei der Dekoration bist du ja auch immer frei. Da kannst du ja selber auch immer noch mehr machen, noch vielleicht Glitzersteine drauf oder so. Aber das würde ich dann tatsächlich nur auf der Banderole platzieren. Denn wenn du die Banderole abziehen willst und du hast hier unten drauf Glitzersteine, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, das da noch drüber zu ziehen. So, ich gebe hier noch mal ein bisschen mehr und klebe jetzt hier das Gruß und Kuss drauf. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön. Ich werde ja auch die, also die Federn sind dann ja auch so geworden, was halt farblich halt auch super schön dazu passt, zu dem Vanille pur. Da bin ich ganz zufrieden mit gewesen. Und ja, damit bin ich schon fertig mit diesem kleinen Tutorial zu der Boxkarte, Gatefold-Boxkarte. Und ja, verabschiede mich damit für heute. Wünsche dir ein schönes Wochenende, eine gute Woche, viel Zeit zum Kreativsein und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss!